Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal und zum nächsten Video, wo ich euch wieder zeigen möchte, wie ich ein Hybrid-Layout erstelle. Wir hatten in einem anderen Video ja, wie man Printables erstellt und wie man die ausdruckt von dem Imagine-Kit von MBK Design. Da habe ich noch ein bisschen mehr ausgeschnitten und ausgedruckt und werde als erstes mit den Wasserfarben auf das weiße Papier ein paar Sprinkles machen. Diesmal bearbeite ich nicht mehr und mache jetzt keinen großen Mixmedia-Hintergrund, sondern mache nur farblich ein bisschen passend eben diese Sprinkles. Ihr wisst, man nimmt die Wasserfarben, macht es ein bisschen flüssiger, klopft auf den Pinsel und dann ergeben sich eben diese Sprinkles. Da mache ich auch gar nicht so viel. Vielleicht noch in Gelb und in Grün werde ich es noch machen. Das war es dann auch schon. Dann kann man die Wasserfarbkasten auch wegtun. Wie gesagt, ich habe noch ein bisschen mehr ausgedruckt von dem Kit, habe mir noch ein paar Printables dazu gemacht, habe da auch die Brushes verwendet, zum Beispiel bei der Skyline, und die dann mit den Styles gefüllt. Meine Fotos habe ich schon so ein Paper dahinter geklebt, dass es wieder ausschaut, ein bisschen wie ein Rahmen. Das ist ganz einfaches Tonpapier. Unten habe ich so ein kleines Label, das ist so ein Datumslabel aus dem Kit. Und das jetzt hier, das sind alles Brushes aus dem Kit, die ich dann mit den verschiedenen Styles gefüllt habe. Und ihr seht, manchmal kann man auch Brushes ausdrucken. Wenn man da so einen kleinen weißen Rand dann beim Ausschneiden lässt, geht das wunderbar. Auch ein WordArt geht, wenn man so einen Rand eben immer lässt. Ja, das sind also diese ganzen Elemente aus dem Kit Imagine von MBK Design, die wirklich schön geworden sind nach dem Drucken und nach dem Ausschneiden. Also ich bin richtig begeistert von den ganzen Elementen. Hier sind noch ein paar, die wo ich gar nicht ausgeschnitten habe, weil ich es jetzt momentan nicht brauche. Die Herzen und noch ein WordArt. Das ist wieder der Brush. Denkt dran, dass ihr manche Sachen spiegelverkehrt erstellt digital. Ich werde dann mit der Silhouette anfangen, also mit dieser Skyline. Ich finde, die ist ganz passend für die Fotos. Und die werde ich als erstes auf die Seite kleben.
Und dann, wie immer, fangen wir an, unsere Elemente und unsere Fotos zu platzieren. Ich klebe es noch nicht fest, weil es sich dann einfach so leichter drunter schieben lässt. Außer bei der Silhouette, da wusste ich, da kommt nichts drunter, deswegen kann man die festkleben. Aber das könnt ihr natürlich so machen, wie ihr wollt. Soweit ist das Layout jetzt fertig. Ich werde jetzt alles nur noch festkleben und ich hoffe, euch gefällt das Ganze und ich konnte euch ein bisschen inspirieren, vielleicht das auch mal zu probieren, auch mal Hybrid zu machen. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!